Gut, welche Bedeutung hat Gilgamesch denn heute? Was würdest du sagen, wie kann man das für die heutige Zeit sozusagen interpretieren? Also bevor ich das Gilgamesch-Epos gekannt habe und in den vielen Jahren, in denen ich mich mit diesem Epos beschäftige, entdecke ich immer wieder neue Elemente, die mir vorher fremd waren, und wenn ich dann wieder lese, kommt wieder etwas Neues. Bevor ich das Gilgamesch-Epos gelesen habe, habe ich immer gesagt, nach Homer braucht nichts mehr geschrieben zu werden. Also die Odyssee und die Ilias, die sind so umfassend in ihrer Thematik, dass alles, was wir heute an Romanen lesen oder was wir in Krimis sehen, abzuleiten ist auf Homer. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Also das Gilgamesch-Epos ist ja noch älter. Und ich sage heute, also nach dem Gilgamesch-Epos braucht nichts mehr geschrieben zu werden, weil alles, was Menschen betrifft, also menschliche Situationen, Leben, Sterben, Liebe, Trauer und so weiter und so fort, Krankheit, ja, das steht alles in diesem Gilgamesch-Epos schon drin. Auf welche Weise hast du dich dann mit deinem Buch mit diesem Epos auseinandergesetzt? Also ich habe versucht, dieses Epos in die heutige Zeit zu übertragen. Im Klartext, also wenn du die alten Verse liest, die dann noch auf Keilschrift geschrieben worden sind und die dann übertragen wurden, dann klingen die sehr ungewöhnlich, also altmodisch, würde ich jetzt mal sagen, um das so auszudrücken. Und ich habe versucht, das in eine moderne Sprache zu transformieren, also in die Sprache des 21. Jahrhunderts. Und da habe ich das Stilmittel der Zeilenbrüche genommen, also eine moderne Technik, Lyrik zu machen, und habe dieses Epos in Zeilenbrüchen übertragen, um es verständlich zu machen. Dabei habe ich aber versucht, die Wirkung, also die spirituelle Wirkung oder die psychische Wirkung dieses Stückes noch zu behalten. Ja, und das habe ich in diesen Versen gemacht, mit den Zeilenbrüchen, und habe mir erlaubt, noch eine Hommage an die Antike zu machen, indem ich einen Sprechchor eingebaut habe. Bitteschön.